das Ding. Ilja, Bro, du kannst dich entstummen, Bro. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ready. Let's go. Let's go. Geil, perfekt. Dann danke ich dir erstmal, Bro, vielmals für diese Worte. Ich sehe, wir sind 68 Leute auf dem Call hier. Let's get it. Ich hoffe erstmal, euch geht es gut soweit. Ich bin auf jeden Fall auch ready. Ich bin auch angeschlagen, so kann man sagen. Es wird gerade im Abend irgendwie immer ein bisschen schlimmer. Es sind gerade viele krank, deswegen fühle ich das Ganze. Und wir machen es gemeinsam. Merkt ihr, wenn so mehrere Leute krank sind, dann fällt es irgendwie einfacher, krank zu sein. Dann fällt es irgendwie einem einfacher. Deswegen lasst uns auf jeden Fall alle gesund werden. Dass wir dann unsere Stimme und unsere Energie nutzen können, um Menschen diese Möglichkeit mit der Tour, mit den Events geben zu können. Ich bin für ready, Guys. Ich bin ready für Momentum, ready für Wachstum, ready für Veränderung. Und ich weiß einfach, dass wir mit IAM etwas gerade in der Hand haben, was verrückt ist. Okay, das ist verrückt. Weil was noch kommen wird, vor allem was noch kommen wird für uns als Leader, für uns als Networker, das, was wir noch umsetzen können, auch mit TLX, mit der Reisemöglichkeit und so weiter, Leute, das ist krank. Überlegt mal, ihr könnt Menschen die Möglichkeit geben und ihr könnt ihnen sagen, hey, wenn du hier am Start bist, einfach ein Jahr lang, kriegst du eine ganze Reise einmal im Jahr kostenlos einfach finanziert. Okay, wie geil ist das Ganze? Okay, wie geil ist das Ganze? Und das ist halt geil. Okay, das ist nice. Und solche Möglichkeiten werden da sein, das Ganze so geil zu verpacken, dass IAM in eine Richtung läuft gerade, Leute. Das finde ich krass. Und der IAM Mastery Academy läuft gerade in die Richtung, eine Company zu werden, die man im Alltag nutzt. Alright? Es läuft in eine Richtung, eine Company zu werden, die man im Alltag nutzt. Nicht nur für Trading, für Network, nicht nur für Dropshipping, auch fürs Reisen. Und ihr könnt euch gar nicht ausmalen, was noch kommen wird. Okay, es werden auch krasse, 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 krasse Dinge kommen. Und IAM Mastery Academy wird heftig sein für alle und für jeden ansprechend sein. Jede Zielgruppe wird angesprochen sein. Ob jetzt alte Menschen, junge Menschen, egal welche Menschen. Es werden diese Menschen angesprochen sein durch diese Möglichkeit. Die Frage ist aber immer, ja, wieso positionierst du dich? Okay, die Frage ist immer, wieso positionierst du dich genau jetzt, damit du später das Ganze für dich bekommst, damit später das Ganze in deine Organisation kommt, damit später dieses Volumen, dieses Wachstum bei dir in deinem Team sein wird. Okay, deswegen sei first of all ready von deiner Inspiration her. Wir hatten heute den P50 Buff Call und dieser Call war crazy. Erstmal wichtiger Punkt, setz die Punkte um, die dort gelehrt wurden, falls du P50 Buff Leader bist. Das heißt, die Punkte, die da kamen, das ist extrem wichtig für dein Success und wichtig umzusetzen, damit du jetzt beim Alex Mountain Event am Start bist und dort auf jeden Fall den Value mitnimmst für dich und dementsprechend dort eine neue Perspektive kriegst. Weil ich habe es auch im Call gesagt, als ich damals auf dem Alex Morton Event war, Guys, Leute, das war für mich verrückt, okay? Das war für mich verrückt, als ich 2 Stunden lang in der ersten Reihe saß, okay? Und Alex Morton 1,5 bis 2 Meter von mir entfernt war und ich 2 Stunden lang von diesem Dude lernen konnte. 2 Stunden lang. Leute, das hat mein Mindset auseinandergenommen. Okay, es hat mein Mindset expanded. Ich habe alles gelernt zum Thema Erfolg, zum Thema Mindset, zum Thema Perspektive. Also wirklich alles, was ich brauchte, habe ich in diesem einen Abend bekommen, um Chairman Ten zu gehen. Um Chairman Ten zu gehen. Okay? Und das ist verrückt. Deswegen, Guys, mach dich ready dafür. Seid beim Alex Morton Event am Start am 6. Geht P1K bis dahin. Und egal, welchen Rank du gerade bist, es ist machbar. Alles ist machbar. Es gibt Leute, die hitten den P1K in 2 Wochen. Okay, das Ganze ist machbar. Klar kannst du nicht immer entscheiden, wann Momentum für dich kommt, aber du kannst entscheiden, wann die Inspiration dafür da ist. Du kannst entscheiden, wie sehr excited du jeden einzelnen Tag bist, damit das bei dir klappt. Okay, deswegen, Guys, was brauchen wir zuallererst? Wir müssen gewisse Dinge verstehen, um erfolgreich zu werden in diesem Business hier. Wir müssen gewisse Dinge allgemein wirklich nachvollziehen, vor allem auch im Network. Als allererstes ist wichtig zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, wie intensiv du arbeiten kannst. Okay, Leute, dieser Punkt ist wichtig, weil viele Leute achten immer auf diese Intensivität, die sie geben können. Immer darauf, was die in einer kurzen Zeit extrem viel machen können. Aber dass du jetzt nur bis zum Alex Morton Event hast und danach nichts mehr machst, wird dir nichts bringen. Wenn du P1 gehst bis zum Alex Morton Event, schön und gut, aber wenn du da nicht weitermachst und nicht dieselbe Inspiration oben hältst, wird es dir nichts bringen. Okay, deswegen ist eine Sache wichtig, dass es nicht auf die Intensivität ankommt, sondern die Konstanz, die du reinbringst und die Konstanz, die du umsetzt von Woche zu Monat zu Jahr und die du einfach hältst. Okay, und darauf kommt es an. Deswegen, erst wenn ihr mal Tage habt, wo es hart ist, wo man nicht so viel machen kann, wo ihr müde seid, kaputt seid, no problem. Okay, es gehört dazu. Was machst du? Du fängst dich, du bist konstant. Auch wenn du nicht morgen so intensiv bist, wie du heute warst, oder morgen mehr intensiver bist, als du heute warst, ja, dann ist es egal. Hauptsache, du bist konstant. Hauptsache, du machst die Dinge. Hauptsache, deine To-Do-Liste wird abgehakt. Hauptsache, dein 90-Day-Run-Plan wird abgehakt. Darauf kommt es an. Es ist egal, ob du inspiriert bist gerade oder nicht, ob du dich gerade gut oder schlecht fühlst. Hauptsache, du hakst es ab. Hauptsache, du hakst es ab. That's it. Das ist das, was du für dich nehmen sollst, dass du sagst, hey, Hauptsache ich hake es ab, Hauptsache ich tue diese Dinge. Und die Inspiration, dieses gute Gefühl dabei, das kommt, wenn es kommen wird, wenn es weg ist, ist es halt weg.
Aber du machst deine Work Ethic und das, was du machst, das, was du tust, die Möglichkeit, die du gibst, nicht abhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Du machst es nicht abhängig davon, wie es dir gerade geht. Okay? Weil dieser Punkt ist extrem, extrem wichtig. Deswegen lerne es, diese Intensivität reinzubringen, ja, aber dich nicht darauf zu verlassen, sondern auf die Konstanz, die du geben kannst. Deswegen treff die Entscheidung dafür. Okay, wir wissen selber, dass wir hier keine Motivation brauchen, sondern Hingabe. Und Hingabe ist eine Entscheidung, okay? Dieses Business ernst zu nehmen, ist eine Entscheidung. Mich hat eine Person auch gefragt, wie schaffst du es, diese Inspiration zu haben und zu machen? Diese typischen Fragen, okay? Wie schaffst du es immer, konstant zu sein, motiviert zu sein? Und jedes Mal ist die Antwort, hey, ist, keine Ahnung, es ist einfach nur, es gehört zu meinem Leben. Ich stehe morgens auf, ich dusche, ich putze meine Zähne, ich mache mich fertig. Genauso mache ich mich fertig für das Business. Genauso weiß ich, dass ich das Business umsetzen muss. Ich denke nicht darüber nach, ob ich es machen werde. Wer kennt das Gefühl? Wir denken nicht darüber nach, ob wir es machen müssen. Wir tun es einfach. Ja, wir tun es einfach, weil es dazugehört, weil es unser Leben ist. Okay? Es ist unser Leben, es gehört dazu. Ich muss nicht darüber nachdenken, morgen die Call zu machen, darüber nachdenken, morgen einen Call zu schauen. Ich mache es einfach. Okay? Und diese innere Grundeinstellung brauchst du, damit Network Marketing für dich funktioniert. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir Network Marketing anfangen zu verstehen. Weil in diesem Business gehen wir durch drei Phasen. Okay, wir gehen durch drei Phasen. Die erste Phase, okay, nennt sich Scheißphase. Okay, die erste Phase nennt sich die Scheißphase. Die erste Phase ist die Phase, wo du Calls machst und keiner startet. Wo du schreibst und keiner antwortet. Wo Leute auf Calls kommen, kurz vorm Start sind und dann absagen. Wo du Leute auf Events einlädst und keiner kommt. Wo du Leute auf Events einlädst, die kommen, aber keiner startet. Wo du Leute auf Events einlädst, die kommen, die starten, aber nach einem Tag quitten, okay? Das ist die Scheißphase. Und viele von euch fühlen das Ganze. Ich habe es auch gefühlt. Ich habe es gefühlt, damals mit 20 neuen Menschen zu reden, wo keiner startet. Wie ich ja davor vom Call meinte, davor war die Quote, dass bei 50 Personen einer startet. Und jetzt ist die Quote, dass bei 5 Personen 2 starten zum Beispiel. Das heißt, die Quote verbessert sich und wird besser, besser, besser. Aber du musst bereit sein, durch diese Scheißphase zu gehen. Und glaub mir eine Sache, Phase 1, also die erste Phase, ja, die raubt dir am meisten Energie. Die raubt dir am meisten Energie. Okay, wer fühlt das? Ich brauche dir am meisten Energie. Da, wo du kein Geld verdienst, wo nichts passiert, da, wo du machst, aber nichts passiert, die raubt dir am meisten Energie. Und diese Phase aber erbaut dich auch am meisten. Diese Phase verändert dich am meisten. Diese Phase erbaut dich zu einem Leader und das ist am meisten in dieser kleinen Phase. Okay, deswegen, wenn das gerade ist und du bist gerade in einer Scheißphase, du machst und nichts passiert und nichts funktioniert, guess what? Du erbaust dich, du veränderst dich. Von außen ist nicht sichtbar, aber von innen passiert etwas. Und darauf musst du bereit sein, die erste Phase in die Scheißphase. Was ist die zweite Phase? Okay, die zweite Phase ist die Sponsorphase. Alright? Es ist die Sponsorphase. Da, wo das ganze Game ins Rollen beginnt. Da, wo langsam anfangen, Erfolge zu kommen. Da, wo langsam anfängt, was zu passieren. Okay? Du machst Calls, Leute starten. Sponsors. Du gehst P6, du gehst P1. Du brauchst ein Team auf. Aber genauso fällt das Team wieder. Genauso hast du auch kein Leadership, kein System. Aber du hast Menschen, die starten. Du weißt, wie man sponsert. Okay? Die Sponsorphase ist da und du hast die Skills langsam. Du kommst langsam in Skills jetzt rein. Du weißt, wie man präsentieren muss. Du weißt, wie man auf Events einlädt. Du weißt, wie man edified, okay? Und das auf eine sehr kompetente und gute Art und Weise. Und diese Phase hältst du. Deine Aufgabe ist, diese Phase zu halten, solange es geht. Bis eine Sache passiert. Und dann kommt die dritte Phase. Und die dritte Phase, nach der Scheißphase, nach der Sponsorphase, ist die Erfolgsphase. Okay? Die Erfolgsphase. Das ist die Phase, wo das, was du machst, funktioniert. That's it. Wo das, was du machst, funktioniert. Es funktioniert. Okay? Du machst Calls, du weißt, Leute werden starten. Du machst Events, du weißt, Menschen kommen. Okay, du merkst, du setzt Network Marketing um und Network Marketing funktioniert für dich. Das ist die Erfolgsphase, wo deine Taten, die gemacht werden, auch Resultate und Früchte bringen. Okay? Und in diese Phase musst du kommen, weil du, und in diese Phase kommst du damit, dass du Leader aufbaust, damit, dass Leader duplizieren, damit, dass du schon ein Team hast von 40, 50, 60 Menschen, die einladen, die dasselbe tun, wie du es getan hast. Okay, die bereit sind, den Weg zu gehen, den du gegangen bist. Okay, und das ist extrem simpel. Deswegen sei bereit, durch diese Phasen zu gehen. Okay, durch die Scheißphase,
die am härtesten ist, die du durchstehen musst. Die Sponsorphase, die dafür sorgt, dass deine Energie geraubt wird, wo du machst und es passiert was und du merkst, es passiert was, aber irgendwie fehlt die Stabilität, die fehlt die Energie und irgendwie du bist die ganze Zeit am Machen und du merkst aber irgendwie, du hast keine Freizeit für dich, keine Zeit für dich selbst. Und es kommt aber dann die Erfolgsphase nach dem Ganzen, wo alles für dich einfach laufen wird, okay, wo Dinge einfach passieren werden und darauf musst du bereit sein. Okay, deine Aufgabe ist aber immer in der Scheißphase, die Erfolgsphase nicht zu vergessen und in der Erfolgsphase die Scheißphase nicht zu vergessen. In der Scheißphase, in der ersten Phase, vergisst du nicht die Erfolgsphase. Du guckst immer darauf, was kommt danach. Du guckst immer darauf, was ist mein Outcome? Wie werde ich sein, wenn ich erfolgreich bin? Und wenn du erfolgreich bist, schaust du darauf, wie du gestartet bist, um humble zu sein. Okay? Du schaust darauf, wo du gestartet bist, um humble zu sein. Du schaust darauf, was du getan hast, um nicht zu vergessen, was du tun musstest, um dahin zu kommen, wo du gerade bist. In welcher Phase ist man am längsten? Meiner Meinung nach, laut Erfahrung, ist es unterschiedlich. Die meisten in der Scheißphase, okay? Die längste Phase ist meistens die Scheißphase. Danach kommt die Sponsorphase und die Erfolgsphase ist dann klar für immer. Aber da, wo du im Grind bist und so weiter, das ist unterschiedlich. Manche haben eine sehr kurze Scheißphase, dafür eine sehr lange Sponsorphase. Manche haben eine sehr lange Scheißphase und dafür eine sehr kurze Sponsorphase, wo sie direkt Erfolg haben. Also immer unterschiedlich, aber diese zwei ersten Phasen, die sind so am stärksten. Deswegen aber, Guys, was ist dabei wichtig, dass eine Sache nicht vernachlässigt wird im Network? Und das ist deine Energy, okay? Wir sagen jedes Mal, deine Energy ist deine Identity, okay? Deine Energie ist mehr deine Identität als dein Fingerabdruck, okay? Und diese Punkte sind wichtig. Deswegen, Guys, lass uns gucken, dass wir Energie zeigen, okay? Energievoll sind, okay? Das meinte mal Julian Kuschner auf einem P2-Call, er meinte selber, dass er rausgegangen ist und er hatte einen Standpunkt, okay, er hatte eine Confidence, er wusste, wohin er will, er war einfach dynamic, okay, er war energievoll, er war in Bewegung, okay, alles, was in Bewegung ist, wächst, alles, was in Bewegung ist, kreiert Resultate. Das heißt, wenn du einfach in diesen Scheißphasen bist, Sponsorphasen bist, egal welche Phase du gerade durchgehst, wenn du dich bewegst, wenn du dynamic bist, auch wenn es dir nicht gut geht, wirst du merken, dass Resultate kommen. Okay, deswegen vergiss nicht diesen Work-Part, Leute. Network Marketing ist ein Geschäft, was nicht einfach ist. Es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Deswegen heißt, what is work ethic? Wie es im Network heißt oder wie es im Wort steht, Network. Okay, es ist Network Marketing. Das braucht Arbeit. Okay, es braucht extrem viel Arbeit. Deswegen mach dich bitte bereit dafür. Viele, die quitten und aufhören und das Ganze nicht mehr durchziehen, machen es genau deswegen, weil sie sich nicht darauf vorbereitet haben. Weil sie nicht bereit dazu waren. Okay, weil sie nicht bereit dazu waren, diesen Weg zu gehen. Deswegen geh richtig mit gewissen Situationen ab, mit gewissen Phasen um die hart sind, mit gewissen Dingen, die dich ablenken, mit gewissen Dingen, die dich zurückbringen wollten. Geh richtig damit um, indem du diese Dinge zuerst verstehst. Okay, deswegen, Guys, wir haben den Plan ready. Was ist jetzt wichtig, um auf Pure 50 zu gehen? Wie ich schon sagte heute auf dem Call, mach jeden Tag eine Liste von 10 Mann. Schau, dass du jeden Tag eine Power-Hour machst und ruf jeden an über 7 Tage, dann glaub mir, du gehst Pure 50. Aber es liegt nicht nur daran, was du umsetzt, sondern vor allem daran, was in dir passiert. Okay, Guys? Das heißt, es kommt immer darauf an, was in dir ist. Weil als ich damals gestartet bin, ich bin ehrlich, ich bin in 6 oder 7 Tagen Pure 50 gegangen. Nicht aus dem Grund, weil ich so krass war in dem Game. Nicht aus dem Grund, weil ich so gut meine Story erzählen konnte. Und als ich am Anfang gestartet bin, meine Einladungen, ich war am Zittern. Okay, ich saß neben meiner Upline. Ich musste eine Einladung machen. Ich habe gestottert und gezittert. Ich habe meinen ersten First Call gehabt. Meinen ersten First Call. Und es war hart, Guys. Okay, es war hart. Okay, es war extrem hart. Ich habe gezittert, ich konnte nicht reden, ich hatte einen trockenen Mund, als hätte ich vor 10.000 Menschen gespeakt. Okay, so hart war es. Aber ich wusste, hey, wenn ich jetzt einfach mache und das jeden Tag tue, egal wie schlecht es bin, egal wie lost ich bin, ich werde Pure 50 gehen. Und deswegen bin ich Pure 50 gegangen, weil ich wusste, dass ich lost bin, weil ich wusste, dass ich nicht drauf habe, aber ich wusste, dass ich es mehr will als jeder Einzelne in meinem Umfeld. Ich wusste, dass ich es mehr will. Wir waren damals zusammen in Shisha-Bars, wir haben Meetings gemacht, wir haben Calls gemacht, getradet. Und immer als ich Calls hatte, ich erinnere mich an den Moment, das war so nice, dieses aufregende Gefühl. Ich saß dort, und es war um 19 Uhr, ich gucke auf mein Handy, ey, um 19.30 Uhr habe ich meinen Call, 5 Minuten davor, ich sitze, ey, noch 5 Minuten, ich habe meinen First Call, noch 5 Minuten. Okay? Noch 5 Minuten. Und ich gehe raus, ziehe meine Kabel AirPods an, okay, stecke sie in mein Ohr rein, mach den Call. Okay, erzähl eine Story von mir, die absolut scheiße war. Immer weiter. Okay, und das habe ich immer wieder gemacht, Guys. Ich war immer connected. Und ich hatte so ein starkes Interesse daran, die Calls zu machen. Ich hatte so ein Verlangen danach, das Ganze zu tun. Das war für mich so neu. Ich habe es ernst genommen.
Deswegen bin ich Pure 50 gegangen, weil ich ernst genommen habe. Weil ich nicht gesagt habe, hey, ich starte ein Business und zahle das Geld und ich schaue, ob es funktioniert. Ich schaue, ob es klappt. Nein, ich habe gesagt, hey, I take the decision and I take the action. Okay, ich gebe die Aktion rein, ich gebe die Handlung rein und es wird funktionieren. Ich habe es ernst genommen. Und weil ich es ernst genommen habe, ist was passiert. Nur deswegen, nicht wie gesagt, weil ich der Beste war oder irgendwas konnte, sondern weil ich ernst genommen habe. Manche von euch sitzen hier auf dem Call und die nehmen das ganze Business nicht ernst. Denken, hey, das ist mein Why, ich probiere es aus. Aber immer noch tust du dieselben Dinge, immer noch hängst du mit denselben Menschen ab, immer noch redest du dieselben Worte, immer noch hörst du dieselben Dinge, immer noch befasst du dich mit denselben Dingen wie davor. Und das ist der Grund, warum Ernsthaftigkeit fehlt in deinem Business. Und deswegen gehst du auch nicht P50 oder P600 oder irgendwas. Okay, genau aus diesem Grund. Deswegen P50 kommt durch Ernsthaftigkeit. P50 kommt durch den Willing to Sacrifice. Wisst ihr, wie krass es sich angefühlt hat, das erste Mal ein Payout zu bekommen? Ich saß da wieder in der Shisha-Bar mit meiner alten Upline, mit Daniel auch zusammen und so weiter, mit zwei, drei Partnern, die gestartet sind, die auch in der Eifel waren. Und weißt du, wie crazy das war? Ich wusste nicht mal, dass ich Payout bekomme an diesem Freitag, aber ich saß schon und ich sehe, bam. Wie hieß es damals? Damals Pay... wie hieß es damals nochmal? Ich habe es vergessen. Paylution, glaube ich. Ja, Paylution. Ich sehe eine Nachricht von Paylution. Ich gehe drauf, bam, $72. 72, Leute, ich gucke, ob ich das rausfinden kann. $72, guys. Okay? $72. Okay, ich gucke, ob ich das finde. Das wäre crazy. You have received a payment. Leute, das war der 7.12., da habe ich mein erstes Payment sogar bekommen. $71.50. Shit. Guys, gibt sich das. Oh, sieht man das? Okay. Sieht man es oder nicht? Auf jeden Fall $71.50. Okay. Das ist krass, Mann. Okay, Leute, das ist heftig. Und ich habe diese E-Mail bekommen und dieses Gefühl, Leute, es war so crazy. Okay, crazy. Das ist Hammer. Und in meiner Upline neben mir ist ausrastend. So, Bro, crazy, hast du gerade realisiert, Bro, dass du mit deinem Smartphone Geld verdient. Leute, dieses Gefühl zu haben, ist crazy. Als ich abends im Bett lag, an diesem selben Abend, und ich hab geweint, okay? Ich hab geweint. Ich hab geweint, deswegen, okay? Und deswegen mach dich ready für diese Phase. Mach dich ready, dieses Gefühl zu entwickeln. Okay? Weil irgendwann, Guys, neuen Income Claim, aber irgendwann sehen die Payouts so aus. Okay, irgendwann werden die Payouts so aussehen. Okay? Und das kommt irgendwann, okay, Guys? Das kommt irgendwann. Also mach dich ready dafür. Okay, schau, dass du bereit dafür bist. Und das ist krass, wenn man darüber nachdenkt. Man beginnt bei so einem kleinen Betrag. Und sowas passiert. Okay? Und deswegen, es war Ernsthaftigkeit. Es war Ernsthaftigkeit. Aber es war auch das Gefühl. Alright. Es war Ernsthaftigkeit, aber es war das Gefühl. Die Ernsthaftigkeit, die ich gegeben habe für das Ganze, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, plus das Gefühl, was ich entwickelt habe dafür, wie es ist, wenn ich da ankomme. Das hat mich 54 gemacht. In 6 Tagen. Und das wird dich P50 bringen in 6 Tagen. Vielleicht sogar weniger. Okay. Also wenn du gerade auf dem Call bist und du hast einen kompletten Gameplan jetzt bekommen für P50, schreib eine 7 in den Chat. Leute, damit gehst du P50. Nicht das Beste von irgendwas sein, aber es war Ernsthaftigkeit und das Gefühl. Das erste Mal diesen Payout gehabt zu haben, dieses Gefühl daran zu denken, das zu bekommen, das hat dazu geführt, dass es passiert. Alright? Und genau darüber müssen wir nachdenken. Dieses Gefühl musst du in dir aufbauen. Wenn du das in dir einmal aufbaust, hast du alles, was du brauchst. Und da brauchst du einfach Massive Action. Okay, wie gesagt, ich habe gerade dir klar gemacht, du brauchst nicht viel außer Massive Action. Genauso auch um P6 zu gehen, um P1 zu gehen. Es war Massive Action. Es braucht dieses Gefühl, wenn du sitzt und du bist am Grind, du bist am Hustle, du bist connected. Weil ich wusste, als ich in diesem Flow war, als ich immer in diesem Flow war von Hustle, Calls, Es war so, als ob ich nicht anders kann. Okay, ich war immer excited. Aber wenn du die ganze Zeit, wenn du mit etwas anderem beschäftigt bist, die ganze Zeit irgendwas anderes in deinem Umfeld hast, die ganze Zeit andere Dinge hast, die in deinen Flow kommen, die dich weghalten von deinem Flow, fehlt irgendwas. Okay, es fehlt irgendwas. Du hast keine Inspiration, überhaupt einen Call zu machen. Aber weil ich die ganze Zeit in diesem Umfeld war von den richtigen Menschen und ich denke an diese Zeit zurück und das war so geil. Dieses Gefühl zu haben von Menschen, die wachsen wollen, die weiterkommen wollen. Wenn du dieses Umfeld gerade nicht hast, sorge dafür. Geh zu den Leuten in deiner Organisation, kreier dieses Gefühl. Geh zu einem Shisha, aber hustle zusammen, aber kreier dieses Gefühl und hustle wirklich. Geht ins Büro und hustle zusammen, okay, grindet. Und redet nicht über irgendwas anderes, wenn ihr unranked seid. Redet nicht über irgendwelche Posts und Stories, wenn ihr unranked seid.
Dieses Gefühl konnte ich nur dann entwickeln, weil ich so krass das Ganze ernst genommen habe, weil ich die Worte, die ich bekommen habe in Calls, ernst genommen habe. Weil er Austin damals gesagt hat, hey, cutte Dinge in deinem Leben. Als er damals an dem Tisch saß, wo Menschen irgendwas gelabert haben von irgendwas anderem, was außerhalb von Wachstum und Business war, ist er aufgestanden und gegangen. Genauso habe ich das Ganze gemacht. Ich bin aufgestanden und bin gegangen. Als ich mit Menschen war in einem Raum, die nicht über Erfolg und Business und Wachstum geredet haben, bin ich aufgestanden und ich bin gegangen. Egal wie disrespectful das Ganze rüberkam, ich bin gegangen, weil ich wusste, wo ich laufe. Und das ist vielleicht verrückt, ja, aber diese verrückten Dinge bringen diese verrückten Resultate, diese verrückten Dinge bringen verrückte Entscheidungen. Okay? Deswegen habe diese richtige Mentalität darüber, worauf es wirklich ankommt, im Network, um aufzubauen. Warte nicht darauf, bis irgendwer kommt, der den Business aufbaut. Warte nicht darauf, bis du irgendwen einschreibst, der es ernst meint. Du bist davon abhängig. Willst du spielen in deiner Organisation so ein Spieler? Willst du Leute haben, die das ganze Business ernst nehmen? Nimm es ernst. Okay? Alles stammt aus dir heraus. Alles kommt aus dir heraus. Deine DNA wird dupliziert in die Tiefe deiner Organisation. Wir sagen jedes Mal, dass eine Organisation der Spiegel von dir ist. Okay, die Spiegelung von dir ist. Alright? Deswegen sei du der Networker. Sei du die Person, die Skills lernt. Sei du die Person, die sich erstmal aufbaut. Sei du die Person, die Professionalität reinbringt in das Business. Okay? Und du wirst merken, dass sich alles andere an dessen verändert. Was ist noch ein wichtiger Punkt, Guys, im Network? Es ist Confidence. Okay? Confidence. Merkt ihr eine Sache? Menschen brauchen das, was du hast. Du brauchst keine Menschen, die Menschen brauchen das, was du hast. Menschen brauchen das, was du hast. Nicht du brauchst irgendwelche Menschen. Und Leute, Confidence ist ein Thema. Ich am Anfang in diesem Business, Guys, ich hatte null Confidence. Wie ich gerade gesagt habe, Leute, ich habe damals meinen ersten Call gemacht, meinen ersten First Call mit einem Interessenten, den ich nicht kannte. Und ich habe diesen Call gemacht, wie gesagt, nehme meine Upline. Leute, ich habe gezittert, ich hatte einen trockenen Mund, ich bin rot angelaufen, weil ich reden muss mit irgendeinem Fremden. Leute, das war crazy. Okay? Ich hatte keine Confidence. Aber dieses Gefühl zu haben, dass ich keine Confidence war so erniedrigend, dass ich gesagt habe, hey, ich werde so oft callen, ich werde so oft Calls machen, bis es weg ist. Ich werde so oft Events haben, bis es weg ist. Ich werde so oft vor Menschen stehen, bis ich es kann. Und das war eine klare Entscheidung. Nicht, weil ich so sehr dahin kommen wollte, nein, weil ich so gedemütigt war, weil ich so erniedrigt war von dem, dass ich es nicht konnte. Von dem, dass andere Menschen da standen und es kommt und ich nicht. Deswegen wollte ich Confidence. Und ich wusste, dass diese Confidence nur durch Umsetzung kommt. Nur dadurch, dass ich mache. Das heißt, wenn du gerade auf dem Call bist, du bist introvertiert, du hast keine Confidence, dir fehlt irgendwas. Hey, dann sagst du dir jetzt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf so eine Pussy zu sein, ich habe keinen Bock mehr, so ein Selbstmitleidsproblem zu haben. Ich will eine Person sein, die rausgeht und macht. Okay? Und deswegen entscheidest du dich jetzt dazu in dem Call, dass du sagst, hey, ich werde so oft Calls machen, bis ich reden kann mit Menschen. Ich werde so oft Calls machen, bis ich nicht mehr stotter. Ich werde so oft auf Bühnen stehen, bis ich nicht mehr rot werde. Ich werde so oft machen, bis es normal für mich sein wird. Und das ist eine feste Entscheidung. Und damit baut sich Confidence auf. Okay? Confidence kommt durch Umsetzung. Und dadurch kommt auch Kompetenz. Okay? Kompetenz kommt dadurch, dass du es machst und es umsetzt und es einfach tust. Deswegen bring diese Umsetzung rein, okay, bring das rein und du wirst merken, das Confidence-Level, okay, wird to the moon gehen, okay, aber dafür musst du auch wissen, was du hier vertreibst, desto mehr du auch weißt, was du vertreibst, was du hier gibst und was du hier wirklich tust, desto mehr baust du auch eine gewisse Confidence auf, okay, desto mehr bist du confident mit dem, was du machst, deswegen schau einfach, dass du sehr, sehr stark an dem arbeitest, wer du bist, an dem arbeitest, wie du dich herausgibst, an dem arbeitest, wie viel du umsetzt vor allem und du wirst merken, dass dein Confidence-Level auf ein neues Level kommt. Okay, dein Confidence-Level wird sich verändern, wenn du diese Entscheidung triffst. Alright, guys. Macht das Sinn? Drop eine 8 in den Chat, wenn du sagst, hey, makes sense. Okay, ich denke, das macht Sinn. Okay, deswegen lass uns dieses Denken haben, dieses Verständnis darüber, was wirklich noch auf uns zukommen wird, was noch passieren wird, vor allem in den nächsten Zeit, in den nächsten paar Monaten und Jahren. Wir haben Touren und Events, die gerade ablaufen, Guys. Wir haben die Möglichkeit, Ranks aufzubauen, okay, Ranks zu smashen. Was meinte Austin am Anfang? Er meinte selber, we don't build ranks, we smash ranks. Die Frage ist, wie groß denkst du? Denkst du so groß, dass du sagst, hey, ich gehe P1 jetzt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen? Denkst du groß, dass du sagst, hey, smash ranks, ich gehe jetzt P6 und dann gehe ich direkt P1, ich gehe P2. Nein, erstes Goal ist der Chairman Tenet. Als ich damals den Vergütungsplan hatte, okay, Leute, ich hab den Vergütungsplan weggeschnitten, alright? Den ersten Rank, den ich gesehen habe auf dem Vergütungsplan, war der Chairman 10. So, der Chairman 10. Das war der Rank, den ich gesehen habe. Und
Da gab es keinen Stopp, dass ich gesagt habe, hey, ich warte, bis ich dahin komme, ich warte, bis ich jetzt den P2 mache, ich warte jetzt, bis ich den P1 mache, ich warte, bis ich den P6 mache. Nein, es war einfach ein Flow, okay? Ich wusste, erste Ranks der Chairman 10, da gehe ich Step by Step zum Ziel, aber ich wusste, das sind meine Goals und ich gehe diese Steps durch und das ist für mich nur ein Checkpoint und ich laufe weiter. Genau sollte das Ganze für dich sein. Deswegen denke, hab dieses Long-Term-Mindset, diese Long-Term-Goals, aber unterschätze nicht diese kleinen Steps. Okay, unterschätze nicht diese kleinen Steps, dass du dennoch dran bleibst. Aber dafür brauchst du eine absolute Präsenz jetzt. Sei präsent als Leader. Sei präsent hier als Partner. Sei präsent hier als Kunde. Sei präsent hier als Networker am Anfang. Deine Präsenz, das, was du einfach jeden Tag tust und gibst, das wird dich Junge immer bezahlen. 100%. Das lohnt sich. Definitiv. Das ist Saat und Ernte. Das, was du siehst, wirst du ernten. Das, was du siehst, wirst du ernten. Jedes Mal. Jeden Tag. Jedes Mal aufs Neue. Und das musst du dir bewusst machen, dass deine Saat niemals verloren gehen wird, einfach so. Sie wird nur dann verloren gehen, wenn du aufhörst. Die Saat, die du siehst, den Samen, den du siehst, wird nur dann verloren gehen, wenn du aufhörst. Wenn du nicht aufhörst, wird es nicht verloren gehen. Jetzt habt ihr euch das mal gegeben, ein Leandro, der heute P1 gegangen ist, der ist seit über 3 Jahren in diesem Business. Seit über 3 Jahren. Alright? Leute, er ist seit über 3 Jahren in diesem Business und ist heute P1 gegangen. Das verdient für mich Respekt. Das verdient für mich Anerkennung. Okay, das verdient für mich Anerkennung. Das ist crazy. Okay? Er hat es durchgezogen, er hat es einfach gemacht und das ist crazy, weil ich weiß, damals, als er gestartet ist, was war ich da? Ich war P6, glaube ich sogar. Ich bin gerade P1 gegangen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war sogar noch P6, wenn er es gestartet. Und Leute, wie verrückt das einfach ist. Er hat so hart gestruggelt, so viel getan. Nichts ist passiert, er hat sich so entwickelt. Aber wisst ihr, was krass ist? Den Leandro, den ich vor 3 Jahren kannte, zu dem Vergleich, wer er jetzt ist, unabhängig von Rank, ist ein komplett different person. Ist ein komplett anderer Mensch. Ein komplett anderer Mensch. Von dem, wie er denkt, von dem, wie er redet, was für ein Value in sich hat, wie viele Menschen impacted. Okay, allein dafür hat es sich gelohnt. Hätte er Eier nicht gehabt in den letzten 3 Jahren, wäre er definitiv nicht die Person geworden, die er heute ist. Unabhängig von dem Rank. Das heißt, du siehst, ein Rank und Erfolg, darauf kommt es gar nicht an. Du merkst, die Menschen verändern sich. Und der Rank folgt. Und er ist jetzt P1 gegangen. Und ich bin ziemlich sicher, er wird schon relativ schnell P2 gehen. Ich bin ziemlich sicher, er wird definitiv P5 und Chairman 10 gehen. Weil er genauso den Willen hat, weil er diese Phase gegangen ist. Und stell dir mal vor, er wird bei Chairman 10 gehen. Denk mal darüber nach. Stell dir vor, er geht bei Chairman 10. Er geht auf die Bühne. Und er sagt, hey Guys, ich brauchte 3 Jahre, um P1 zu gehen. Wie viele Menschen wird das inspirieren? Wie viele Menschen werden sagen, hey krass, Mann, ich bin bereit, diesen Weg mitzugehen? Das gesamte Team von ihm wird eine so große Stabilität haben, weil sie verstehen, dass es normal ist. Weil sie verstehen, dass es normal ist, vielleicht manchmal so zu strugglen. Wenn er es gemacht hat, hat er eine große Autorität. Und wenn er es getan hat, wird er definitiv die Person sein, die Menschen impacten wird und verändern wird, aufgrund dessen, dass er diese Journey hat, aufgrund dessen, dass er diesen Weg gegangen ist. Deswegen, wenn du diesen Weg bereit bist zu gehen, wirst du große Veränderungen merken. Nach 3 Jahren. Okay, das ist verrückt, Guys. Das ist verrückt. Diese Durchhaltevermögen, diese Disziplin, das macht einen Menschen meiner Meinung nach aus, was für Werte er hat, was für ein Leadership er hat und wer er später sein wird. Und dann wird ein sehr, sehr großer Wahnsinn. Genauso auch wirst du es sein, als Mann, als Frau, wenn du diesen Weg gehst. Deswegen, Guys, lass uns ready dafür machen. Lass uns wirklich bereit sein, diesen Weg zu gehen und die Dinge umzusetzen, den Rank dann zu machen. Okay, den nächsten Rank, die nächsten Ranks dann zu machen in deinem Leben. Lass uns auf jeden Fall das Ganze nutzen. Ich sehe euch alle als P1K Buff Leader beim Alex Morton Event, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Deswegen würde ich sagen, Adrian Bro, es hat mich extrem gefreut, hier am Start zu sein. War mir definitiv eine Ehre. Und würde dir das Wort damit auch übergeben. Macht euch einen wunderschönen Abend. Und wir hören uns. Let's get it. Bro, Ilja, ich küsse doch dein Herz, Mann. Also, Real Talk, das war jetzt eine halbe Stunde. Und Leute, ich glaube, die Siebener und die Herzen sprechen auf jeden Fall für sich. Das waren auf jeden Fall Punkte, die gerade sehr, sehr wichtig waren. Ja, selbst ich gerade, ich habe 5 Seiten auf jeden Fall mitgeschrieben. Weil gerade diese Basics, Leute, ist egal, wo du gerade stehst, ob du P1 bist, ob du P2, ob du P6 oder irgendein anderer Rank bist. Gerade diese Punkte sind diese Sachen, die auf jeden Fall wichtig sind. Leute, ich werde auf jeden Fall diese Notizen ein paar Mal noch durchgehen
und sie umsetzen wieder. Ja, gerade mich wieder an den Anfang gerade begeben, weil gerade da, ja, gerade da stehen die Resultate. Ja, deswegen würde ich mir einfach nicht mehr so viel hinzufügen, auf was wir uns gerade noch so fokussieren sollten, okay? Für alle P6 Above's gerade hier, ja, wir haben gerade um 23 Uhr noch einen sehr, 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 sehr besonderen Call mit einem sehr besonderen Special Speaker, okay? Deswegen seid dort auf jeden Fall am Start, aber auch noch was viel Wichtiges, Leute, für jeden jetzt gerade hier von uns, ja? Network, Leute, ihr habt den kompletten Gameplan gerade für Network, ja? Ihr wisst jetzt, wie ihr PMK geht, ihr wisst jetzt, wie ihr Chairman geht, ihr wisst das jetzt 100%, aber die Woche wird schon beigebracht, wie ihr FTMO hitten werdet. Ja? Wir haben jetzt allein noch diese Woche gerade, von Montag bis Freitag, ein komplettes Bootcamp, wie wir FTMO hitten können. Wieder ein FTMO-Bootcamp, Leute. Ja, von den besten Tradern unser gesamtes Teams. Ja? Deswegen, Leute, lasst uns euch dazu committen, wenn ihr euch auch im Kalender eingetragen habt. Er ist jeden Wochentag um 20 Uhr. Ja? Lasst uns diesen Call einfach komplett wahrnehmen, komplett in die Luft einfach jagen und diese Information gerade da genauso raussaugen, wie wir die Information gerade aus diesem Call herausgesaugt haben. Okay? Wir genau selten Ernsthaftigkeit einfach gerade rangehen, alles hier auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Okay, Leute? Ansonsten, ey, lasst uns auf jeden Fall bei Ilja bedanken. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein paar Stories gemacht. Ja, schreibt ihn gerne auf Instagram oder sowas. Und ja, wenn ihr noch, ich glaube, jetzt nicht mal am Start, aber ey, ich bin wirklich extrem dankbar für diesen Leader, Leute, für ja, 74 Menschen, die sich die Zeit genommen. Das ist crazy, Leute. Das ist crazy. Wie er gesagt hat, wir sind an der richtigen Ort, ja, in der richtigen Zeit mit den richtigen Menschen. Deswegen, Leute, ich bin dankbar für euch alle. Macht das Beste draus, Leute. Ich küsse euer Herz. Recording wird gleich hochgeladen. Wir sehen uns, ja. Ciao, ciao.